Hallo liebe Leute, ihr denkt, ich habe ein hohes Sendungsbewusstsein, habe ich, weil hier reihenweise Leute vor die Hunde gehen und ich auch massiv angegriffen werde von angeblichen Freunden und Familie und so weiter, die alle plötzlich so sagen, wieder wie mein ganzes Leben, wenn ich aufwache, sagen, du hast zu Schoßen. Guckt euch meine Arbeiten an, das kann man nicht machen, wenn man psychisch krank ist. Das ist alles äußerst aufwendig. Ihr könnt euch ja mal, nee, ich lade euch nicht ein, aber nach so einem Dreh oder so, da ist jetzt totale Chaos, muss ich immer wieder aufräumen, sehr viel Arbeit. Ich habe mit einem Plakat vorbeigelaufen, wo drauf steht, nennt Namen, das mache ich jetzt auch, weil man muss es namentlich benennen. Das ist hier Angela Herschenbach heißt die. Die bietet Therapien an. Mein Bruder hat so eine Frau geheiratet, die so eine Art Jüngerin ist von ihr, also ihr Geld gibt für sie sozusagen Patienten scoutet, mich auch. Da haben die mir zweimal, dreimal eine Therapie bei dieser Angela Herschenbach, heißt die, geschenkt. Und wo ich da beim ersten Mal war, da hat die mich beräuchert mit stinkendem Zeug, was man nur mit Toten macht oder so, wurde ich auch mal aufgeklärt. Hat die mich eingeräuchert komplett, eine Klangschale auf den Bauch gestellt und wie ein Mantra zu mir gesagt: In dir wohnt der Teufel. In dir wohnt der Teufel. In dir wohnt der Teufel. Hat sie so lange gesagt, bis er wahrscheinlich in mir drin war. Danach war ich schwer selbstmordgefährdet, wollte mich umbringen und so weiter. Das ist ja nichts Neues in meinem Leben. Ich habe so viel Scheiße erlebt von meiner Familie, von Lehrern, habe frühzeitig Psychopharmaka gekriegt, damit ich Mittagsschlaf mache und so weiter. Und immer wenn ich mich von meiner Familie und meinen Freunden getrennt habe, also von falschen Freunden, ging es mir gut. Und immer wieder, wenn ich aus purer Liebe zurückgekehrt bin, bin ich wieder abgeschissen, weil die mir wieder eingeredet haben, dass ich nicht ganz sauber bin. Wo alle anderen, für die ich gearbeitet habe, auf Baustellen, in Werbebüros, selbst für MTV haben mir Videos geschnitten und so. Die fanden mich total geil, weil ich es geschafft habe, 2 Wochen fast nicht zu schlafen, bei Verstand zu bleiben und gut arbeiten zu können. Das ist ein hohes Talent, das ist kein ADHS oder was das für ein Begriff ist, sondern das ist Talent. Jetzt geht es wieder los, dass meine ganze Familie mir erzählen will, dass ich Psychosen habe, dass ich wieder die Tabletten nehmen soll. Genau wieder dasselbe. Wer bedroht von denen, wer massiv unter Druck gesetzt. Und übrigens, weil jetzt viele angebliche Freunde von mir sagen, ich soll nicht rumschreien, da sage ich zu denen, wie soll man es hinkriegen, wenn Leute um mich drumherum sterben, beziehungsweise wenn ich dir erzähle, dass jemand von mir totgeschlagen worden ist, nicht rumzuschreien. Auch einer, der hier bei meinem Ex-Soundsystem mitgemacht hat, stellt sich vor mich hin und sagt, schrei nicht so. Und der Typ, der macht Hardtech. Das hört man an deiner Musik, dass das überhaupt nichts ist. Das ist schlechter als Minimal. Weil du die Musik nicht verstanden hast, Junge. Also komm nicht nie wieder zu mir und frag mich nicht, ob du Musik machen kannst bei mir. Das ist Bullshit, was du da machst. Weil wenn Gefahr droht, wenn Aggressionen drohen, da darf man schreien. Wenn man Schmerz spürt, darf man schreien. In anderen Ländern ist das völlig normal. Da wirst du sogar belohnt von einer schönen Frau mit schönem Sex, nachdem du geschrien hast, dass Amerika, zum Beispiel ganz Südamerika, untergräbt. Schon seit Jahren. Da darf man schreien, da darf man 2 Stunden schreien und ein Plädoyer halten. Nur in Deutschland bieten sie dir dann Tabletten an. Und dann stellen sie sich sogar beim Hardtech vor ihnen hin, Leute, und sagen, also die riechen nicht, aber die Typen, die überhaupt keine Ahnung haben, die letztens hier eine Party unter dem Label was ich mitgegründet habe, das Soundsystem, stellen sich hin und sagen, ich soll nicht schreien, wenn ich erzähle, dass Freunde von mir sterben.
nie wieder mich bitte ansprechen. Nie wieder. Euren Namen nenne ich nicht, da bin ich noch fair, aber wenn ihr mich noch einmal mir zu nahe kommt, fallen auch die Namen. Auf jeden. So, mir geht es hier um Angela Herschenbach, da ist die Frau meines Bruders sozusagen Jüngerin. Gibt der Geld, damit die Schule bla 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 des Lebens oder des Herzens finanziert werden kann. Die hat mir, also die scoutet dann auch die Patienten, alle in meinem Freundeskreis, die zu ihr gegangen sind, inklusive mir, sind kaputt gemacht worden. Auch mein Bruder ist kaputt gemacht worden von Angela Herschenbach. Merkt euch den Namen. Ich habe zweimal, dreimal eine Therapie von meinem Bruder und seiner Frau geschenkt bekommen. Beim ersten Mal hat die mich eingeräuchert komplett, mir eine Klangschale, eine riesige auf den Bauch gestellt, mir eine riesige Klangschale auf den Bauch gestellt und wie ein Mantra gesagt, in dir wohnt der Teufel, in dir wohnt der Teufel. Die erzählen mir die ganze Zeit, schon mein ganzes Leben, dass ich vom Teufel besessen bin in Deutschland. Irgendwelche Christen und so erzählen, dass ich vom Teufel besessen werde. Das sage ich euch aber mal was. Das sagen nur Leute hier. In anderen Ländern sagen die Leute, dass ich ein Kind des Lichtes bin. Buddhisten, Moslems, Hindus, alle sagen immer, du bist ein Lichtkind. Ich komme nach Deutschland zurück. Erzählen mir die Leute, ich bin vom Teufel besessen. Das war schon in der Schule so, grause Haare, grauser Sinn, weil ich Locken hatte. Da steckt der Teufel mittendrin. Teufel, 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 immer wieder gehört. Das erinnert mich sehr an die Zeit der Hexenverbrennung. Ich weiß auch nicht warum. Und hier, Angela Herschenbach bietet Therapien an, die hat mich so kaputt gemacht, dass ich schwer selbstmordgefährdet war, danach in der Psychiatrie war, denen erzählt habe, was die Angela Herschenbach mit mir gemacht hat. Und die haben alle zu mir gesagt, die Frau gehört hinter Schloss und Riegel, das ist gemeingefährlich. Das habe ich meiner Familie, meinem Bruder erzählt. Sie sagen, das stimmt nicht. Sie sagen schon mein ganzes Leben, was ich sage, das stimmt nicht. Das haben die, ich werde so oft als Lügner bezeichnet, dass ich hier vor die Hunde gehe. Also ich bin jetzt wieder selbstmordgefährdet, aber ich mach's nicht, ihr kriegt mich nicht los. Also wenn ich mich umbringen sollte, erscheine ich als Geist. Und wenn ihr jetzt lacht darüber, dann glaubt ihr euch die ganze Zeit selber nicht, dass sowas geht. Ihr redet darüber, aber es geht. Ich kann's, ihr könnt's nicht. Und diese Angela Herschenbach hat eine Seite, also sie bietet Therapien an, hier hat ihre Praxis, ist umgezogen, weiß ich jetzt nicht so genau, bietet Therapien an, die findet man gar nicht im Internet, kannst du eingeben, Angela Herschenbach, Therapien findet man nicht. Das ist schon sehr auffällig, ja. Dass man dieses Labor, in dem die sozusagen tätig ist und Leute, also ich habe da auch eine Frau sitzen sehen, die sind alle kaputt und die Angela Herschenbach macht alle kaputter. Jetzt werden sicherlich wieder meine Familie und Leute da sitzen und sagen, Kian, du musst in die Psychiatrie und du brauchst Tabletten. Das machen die jetzt sehr massiv, sehr, sehr massiv, also immer... Wenn ich versuche, die anzusprechen, mein Bruder und seine Frau und mein Vater und meine Mutter bricht völlig zusammen. Meine Mutter geht ein, die wird vielleicht bald sterben. Die ist genauso zart und schön wie ich. Die anderen, mein Bruder war es einst auch, bevor seine Frau sie komplett zerstört hat, mit Hilfe von Angela Herschenbach. Ja, den habe ich erzählt, die Angela Herschenbach hat mich fast umgebracht. Alle Ärzte, wo ich danach war, haben gesagt, sie gehört hinter Schloss und Riegel. Sagt mein eigener Bruder mehrfach, das ist mir egal. Auch das habe ich meiner Familie erzählt, dass der das mehrfach gesagt hat. Und da sagt meine eigene Familie, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch okay. Da sage ich, ich wäre fast gestorben. Ich habe es meinem Bruder gesagt, dass seine Frau das eingefädelt hat. Die Therapien bei ihr, danach wollte ich mich umbringen, die Frau ist gefährlich, der sagt es mir egal, 10-mal hintereinander. Also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber es ist für mich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. So,
Uns geht vielen Leuten gerade so, ja. Also hier so wegen dieser Russland-Sache und so weiter. Da werden ja Leute als Russland-Versteher und Verschwörungstheoretiker und sowas abgestempelt und denunziert, die nur mal sagen, dass Zelensky genau so aufgeräumt hat in seinem Land, wie das auch Putin gemacht hat. Ja oder nein, alle haben aufgeräumt. Auch Zelensky, ich bin mit Ukrainern befreundet seit 10 Jahren. Plötzlich sind dort Leute verschwunden, die Festivals organisiert haben und zu offenem Wort geredet haben. Sind Yoga-Zentren, ist die Armee reingeritten mit Maschinengewehren in Yoga-Zentren und haben gesagt, ihr Yoga-Leute seid eine Sekte. Sowas hat Zelensky und Freunde gemacht. Es ist eindeutig so, jetzt könnt ihr hier drunter schreiben, hier, liebe Regierung, ich bin Verschwörungstheoretiker. Aber ich habe es leider selber live miterlebt. Ich habe keine Psychosen. Ich bin eigentlich normaler als ihr Wichser alle. So, jetzt gucken wir hier zu dieser Angela Herschenbach. Warte, treten Sie in Verbindung, das mache ich jetzt hier. Das ist hier Schule des Herzens, wieder so eine lächerliche Seite, ja. Also wieder mit einem geklauten Bild oben, nicht mal eins selber hingekriegt. Schlecht gemaltes Logo. Und dann passt auf, schiebt die, also hier, das ist ihre Bude, schiebt die hier nicht, nimmt die nicht ein Foto von sich selber, warte mal, sondern schiebt hier eine Freundin von sich vor. Ich finde es jetzt gar nicht. Ansichten oder was? Willkommen, jetzt ist es weg. Oh Gott, jetzt ist es weg. Ich wollte es euch zeigen. Naja gut, ihr habt ja das Bild gerade gesehen, wo ich das gehe nochmal zurück. Ich bin jetzt ein bisschen durch. Oh, es ist so brutal, liebe Leute, was wir hier erleben, die versuchen Aufklärungsarbeit zu leisten. Also wir werden ja nur kaputt gemacht. Na gut, ich finde es nicht mehr. Schule des Herzens hier irgendwo. Ah, hier ist glaube ich die Startseite. Also es ist schon erstaunlich, oder, dass man eingibt, also die Angela Herschenbach bietet Therapien an, die hat ja auch so ein Studio und das kannst du eingeben und findest das nicht. Also das ist schon mal erstaunlich. Also ihr könnt googeln, Angela Herschenbach Therapien, findest du nichts. Nur die Adresse wird weitergegeben von der Hälfte meiner eigenen Familie. So, die Angela Herschenbach schiebt ein Foto von dieser Frau vor, kein eigenes. Sondern sie wird sozusagen vorgeschoben, auch vielleicht, sieht vielleicht auch nicht so ganz so gesund aus. Also ich habe ein gutes, ich bin Fotograf, ich habe ein gutes Auge für Menschen. Das ist auch nicht ganz klar, was bei mit ihr hier so los ist. So ein Bild tun die hier rein. Die Angela Herschenbach hat über Angela Anastasia Herschenbach hat überhaupt gar keine Ahnung von Religion. Also ich bin da halt, weil meine halbe Familie zu ihr hingeht und sich therapieren lässt, bin ich auch mal ab und zu mal hingegangen. Da haben die Gebete gemacht, was überhaupt nichts taugt. Dann bedient die Herschenbach sich allen möglichen Religionen. Dort wird ein bisschen was dazu, ein bisschen Indien, ein bisschen davon. Dann kam sie auf die Idee, ah, russische orthodoxe Kirche, auch interessant. Dann haben die von mir eine Freundin, die sich auch von der therapieren lassen hat, die seitdem auch kaputter ist als vorher. Ey, liebe Frau, über die ich gerade rede, bitte komm mal zu mir oder mach irgendwas. Du bist genauso vergiftet worden von dieser Frau, genau wie ich. Das sind ganz schlimme Menschen. Die haben sie angesprochen, erst wo ich mit dieser Frau zusammen war, hat die Frau meines Bruders und so weiter immer gesagt, ja, die ist ja total irre, wo sie noch geatmet und gelebt hat. Eine berühmte Malerin ist das, wo sie noch geatmet und gelebt hat und ein wirklich offenes Herz hatte und so. Da hat die Hälfte meiner Familie und auch diese Frau, die das nicht ist, immer gesagt, die ist total irre und so, die muss zu mir kommen. Dann haben sie sie gebrochen. Und dann haben sie gesagt, hier, erzähl uns doch mal was über die russisch-orthodoxe Kirche. Du bist doch Russin. Sie ist gar keine Russin, ja, halb vielleicht.
Die hat überhaupt auch keine Ahnung von der russisch-orthodoxen Kirche. Da muss man ja halt mal mit ihm reden, mit irgendeinem Pfarrer dort oder so und nicht mit jemandem, der da mal so in die Kirche geht und sich ein goldenes Bild anguckt, also Religion und so weiter. Das ist ein bisschen tiefgründiger. Und wenn man mit sowas, auch liebe Hippies, mit sowas oberflächlich umgeht oder sich auf die Flyer schreibt, schamanische Reise und sowas, was ihr macht, das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen, weil unsachgemäßer Umgang mit solchen Sachen äußerst gefährlich ist, Menschen kaputt macht, Leute, die es richtig angehen, mit dem Schamanismus zum Beispiel, völlig zerstört. Also ihr, mit diesem Schamanismus habe ich jetzt auch bei einer Klangtherapeutin gelesen, schamanische Reisen. Was du da machst, ist ganz gut. Ich war ja bei dir bei dieser Klangreise. Das ist aber nicht mehr als eine Klangreise. Das hat mit Schamanismus gar nichts zu tun. Also wenn du Interesse hast, kann ich dich mal aufklären und dir sagen, wie eine schamanische Reise abgeht. Und zwar äußerst brutal. Da ist nicht hier Ging Gong, sowas mache ich auch zur Entspannung, dass die Leute sich entspannen, relaxen. Gerade bei meiner Klangtherapie, wenn jemand schwer verletzt ist, kann man wunderbar streicheln mit schönen Tönen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Aber was gehört dazu beim Schamanismus? Ich sag's mal mit einfachen Worten. Jetzt könnt ihr mich auch wieder denunzieren und sagen, der hat keine Ahnung, aber wir Schamanen, ich sag das schon gar nicht mehr. Also ich traue mir das gar nicht zu sagen. Wissen, dass man jemanden auch, der schwer verletzt ist, auch mal richtig die Fresse polieren muss, am besten im Vorfeld, damit die halt aufwachen. Das ist mit viel verbaler Gewalt verbunden, mit viel optischer Gewalt. Auch die Schamanen auf der Welt, die sehen stellenweise so gruselig aus. Die machen so gruselige Sachen, ja, da kriegst du richtig Angst. Ich auch, obwohl ich auf dem Hardtack alles schon gesehen habe. Aber wenn so ein Schamane vor mir steht und eine Zeremonie macht, da sitzt du da als Deutscher oder Europäer oder so und kriegst richtig Angst. Das ist nicht hier, wie ihr das hier anbietet, easy listening. Okay. Angela Herschenbach, wie gesagt, schiebt hier die Frau vor, kein eigenes Foto, ihre. Oh, das habe ich irgendwie schon mal geträumt, was ich gerade mache. Das ist ja schräg. Das geht mir übrigens die ganze Zeit so. Das habe ich alles schon als Kind geträumt, was ich gerade mache. Das fühlt sich eigentlich sogar ganz gut an, als wäre das meine Aufgabe. Ihre Therapiepraxis findet man nicht. Ihr Mann, Mann, Jazzmusiker, kann nicht mehr laufen, hat eine Lähmung, seine Augen glitzern noch und der bietet Osteopathie an. Das hat mir meine halbe Familie auch geschenkt. Zum Geburtstag bin ich hingegangen, stand die Herschenbach wieder vorne. Selbst dass sie mich fast umgebracht hat mit ihrer Therapie, grüße ich die freundlich und die guckt so auf den Boden. Also die ist wirklich so gruselig, die Frau, grüßt nicht zurück. Der Typ drückt an meinen Beinen rum und so, kann sich kaum bewegen und so. Und sagt zu mir, ich habe kaum geraucht in meinem Leben. Ein schönes Leben als Jazzmusiker geführt. Ich kann nicht mehr laufen, mich nicht mehr bewegen. Also der Typ ist gefangen in seinem Körper, seine Augen leuchten noch. Ich habe dir eine CD von mir geschenkt, der war total glücklich. Ich erzähle meiner Familie, also der Frau meines Bruders, die das scoutet für die Angela Herschenbach, was mit dem Typen los ist. Also, dass die eigene Frau Menschen therapiert und der eigene Mann vor die Hunde geht, da wird mir gesagt, ist mir egal. Das ist richtig krasser Stuff. Das ist richtig krasser Stuff. Jedenfalls wird das hier angeboten und so. Ich habe versucht, mit Leuten zu reden darüber, über das Thema. Mir wird es wieder in die Schuhe geschoben. Ich soll hier auch von meiner eigenen Familie, ich soll eine Therapie machen. Mein eigener Vater sagt, ich soll nicht schreien. Also ich lasse mir das Schreien nicht mehr verbieten. Das befreit ungemein. Und in anderen Ländern wird viel mehr geschrien. Kriegst du sogar. Oh, was ist denn jetzt los? Ich werde geweckt. Meine Erweckung. Oh, hier aus. Jo, Leute, ich kann keine schönen Videos mehr machen.
Jetzt ist irgendwie alles irgendwie abgestorben und ich finde irgendwas nicht mehr. Also, wer Lust hat, kümmert sich darum. Ich habe recherchiert nach Sektenbeauftragten in Deutschland. Die haben aber alle irgendwie was. Immer in Verbindung mit der Kirche wird das immer angeboten, Pfarrer, bla bla bla. Aber da hängen Kreuze mit Jesus dran, der sich quält und stirbt. Also er ist aufgehangen worden sozusagen. Jesus hat übrigens auch geschrien und hat übrigens alles zerstört am Anfang an Symbolen, die da verkauft worden sind, also was man sich kaufen kann, irgendwelche Kreuze. Das hat er ja, das wisst ihr Christen ja, das erzählt ihr ja selber. Ihr glaubt euch ja selber nicht, ihr verbreitet eine Religion und glaubt euch selber nicht. Genauso wie die Hippies über Spiritualität reden. Und wenn man über Spiritualität, wenn ich darüber rede, glauben die mir immer nicht. Naja, ich kann noch lachen, aber springen dann aus dem Fenster. Ich bin im Arsch. Und das ist halt irgendwie, entweder der Staat steckt dahinter, den ich nicht mehr glaube. Also ich habe kein Vertrauen mehr zum Staat. Also ich gucke mir an, was Baerbock und Lauterbach, der zerstört sich ja selber eigentlich schon seit Jahren. Also was der erzählt, ich habe mal heute wieder Radio angemacht, irgendwie zum Mittagsschlaf und habe mal aus Versehen Nachrichten gehört und musste richtig lachen und habe gesagt, der macht sich selber kaputt. Also wer es nicht mitkriegt, was die da machen seit 3 Jahren, dass das völliger Scheiß ist, der ist irgendwie, weiß ich nicht, was mit solchen Leuten los ist. Muss ich wirklich sagen. Also das ist mir ein totales Rätsel. Ja, ich wäre, wie gesagt, ich bin am Ende, ich weiß nicht, ich spiele jetzt ein bisschen Gitarre nur noch und ich bin eigentlich Musiker, ich will eigentlich ganz andere Sachen machen, ich will diese Scheiße, aber mich hat es so angekotzt. Ich hatte eine totale Überdosis, ein Freund von mir hat sich aufgehangen, wo ich das gehört habe, da habe ich gesagt, jetzt muss ich nochmal einen Angriff starten, meinen letzten, egal ob ich vor die Hunde gehe, ich habe auch keinen Bock mehr in dieser Welt hier zu leben, muss ich ehrlich sagen. Also es ist die Hölle. Da habe ich keinen Bock mehr zu leben. Ich habe keine Angst vorm Tod. Gar keine. Warum habe ich keine Angst vorm Tod? Weil ich mich mit Religion und Spiritualität auseinandergesetzt habe und es verstanden habe. Wer Angst vorm Tod hat, kann mir 100 € geben, das dauert eine Stunde, dann kann ich denen erklären, dass er sie nicht haben braucht. Obwohl nicht jeder, diese Herschenbach und diese Frau von meinem Bruder, die dürfen Angst vorm Tod haben. Lest was, was Osiris mit solchen Leuten macht. Lest was, was Wotan und seine Freunde mit solchen Leuten machen. Ihr kommt an einen Ort. Oh Gott, oh Gott, nee, darüber rede ich nicht. Das ist extra gruselig. Das ist noch gruseliger als das, was ich euch gerade erzählt habe. Gut, passt aufeinander auf. Ey, Leute, die hier wirklich kämpfen und die wirklich was machen, passt aufeinander auf. Seid solidarisch. Ich finde es übelst cool mit euren Kisten, wo Essen drin ist und so. Wenn nicht auch anfängt, irgendjemand das noch zu vergiften. Ich nehme es schon gar nicht, offene Sachen, also Sachen, die man öffnen kann, nehme ich schon gar nicht mehr mit. Weil hier, das ist auch nicht paranoid und ihr braucht nicht wiederkommen mit, dass ich Psychosen hätte und Angstparanoia. Das erzählen mir ja alle. Hier, Bassist, du wolltest mir auch sowas erzählen. Du brauchst mich auch nicht mehr ansprechen. Ich spiele mit dir nie wieder. Ich mache mit dir nie wieder Musik. Du warst mal mein Lieblingsbassist. Ich mache mit dir nie wieder Musik. Du lässt mich auch in der Scheiße sitzen. Volles Rohr. Also auch hier die Frau, die 35 Jahre mit mir befreundet ist und mir erzählen will, dass sie eine sehr gute Freundin ist. Auch du nicht, mich nicht mehr ansprechen. Auch du hast mit deiner Scheiße mich kaputt gemacht. Das geht ja vielen Leuten hier so. Es ist wirklich echt richtig traurig. Sehr, sehr traurig.
weil es Tote gibt. Hier auf den Straßen. Weil hier Leute vor die Hunde gehen. Ich erzähle euch keinen Scheiß. Das kommt nicht in Nachrichten zwischen eurer lustigen Musik. Zwischen Musik von Kim Fischer und von Leuten. Das wird nicht in Nachrichten gebracht. Und redet mir bitte nicht ein, dass ich krank wäre. Guckt euch meine Arbeiten an. Die sind sehr sauber, sehr aufwendig gemacht mit Leuten, die sehr klug sind, die hinter mir stehen, die was können. Analysiert mal meine Sachen. Ich habe eigentlich echt genug gesagt, genug gemacht die letzten 30 Jahre. Ich bin raus, ich mache noch die Links drunter und dann weiß ich nicht, was mit mir passiert. Ciao, bis dann. Ciao. I love you.